Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid 2 mit einer weiteren Folge. Und ja, da sind wir auch schon in der, ich sag immer Champion-Auswahl, oder möchte gerne Champion-Auswahl sagen, zu viel League of Legends gezockt. ja, ich würde sagen, ich nehme mal die Fort, oder? Ja, nehmen wir mal Fort. Der lag uns eigentlich sehr, sehr gut. Ne, neue Karre. Hat die schon mal gut gemacht. Oh, schön der Spielberg. Ja, nächste Runde auch. Nächster Rennort der Formel 1. Der Start wird wahrscheinlich nicht so ganz gut sein. Oh doch. Obwohl die Beschleunigung ziemlich schlecht laut Anzeige war. Ja, gut überstanden. Ey, wenn der nicht im Weg gestanden wäre, perfekter Schwung. Da hat der Wichser mich berührt, Mann. Aber den möchte ich aufpassen, der kann einmal nach links schwenken und weg bin ich. Pastor Maldonado ist hier, oder Disaster. Disaster Maldonado. LOL. So nicht. So nicht. Ja, war aber fair. Ich habe hier Platz gelassen. Er hätte locker machen können. Ich glaube, er ist nicht so ein Silver gefahren oder sowas. Ganz, ganz abenteuerlich. Ah, niedrige Drehzahl ist meistens nicht gut. Da kommst du echt schwer aus dem Pushen. Ja, das war jetzt nicht gut von mir. Ja, da will eine Challenge haben, der Bursche. Ah, mal gucken, die Kurve, die kann es jetzt sein. Schade, aber jetzt die nächste Kombi. Yes, 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 yes! Oh, nice, aber richtig nice. Schöner Auftakt in die Aufnahme
Sogar in der schnellsten Runde. Boah, das war aber richtig nice. Auch noch total fair überholt. Das ist das Schöne daran, wenn man gewinnt und auch nur fair. Erstmal durchschnaufen, ey. Oh. Aber ich freue mich richtig auf den Spielberg Grand Prix in Österreich in der Formel 1. Richtig geile Strecke. Ja, früher hieß es der A1 Ring. Ja, also die Formel 1 Junkies wissen, was gemeint ist. Ich bin mir nicht sicher, was alles verändert wurde in dieser Strecke. Nissan. Da fährt ein BMW. Mal gucken, was die Konkurrenz immer so fährt. Leute, die Skill haben, kann man eine Menge abgucken. Leider nicht die Upgrades. Also 1, 2, S1, 2 und 3. Weil S4 ist egal. Kannst du alles auf maximal tunen. Schönes Auto. Richtige Kultkarre. Nach so kurzer Zeit. Knallkopf, mach mal Platz. Oh, so ein. Ah. Da habe ich jetzt eine eigene Show-Einlage hingelegt. Boah! Mann. Was ist denn mit dem los? Kloppt euch! Wie man sieht, er hat die Karre komplett unter Kontrolle. Genauso wie ich. Leicht demontierte Karre. Hauptsache, der Spoiler ist noch gerade. Oder nicht mehr. Täuscht das nur. Ist doch gerade so dunkel. Okay, dritter Platz muss noch drin sein. Why, alter Schwede, Mann. Genetzt.
Ich muss ja echt konzentriert bleiben, Mann. Okay. Ja, mit so vielen Problemen trotzdem auf Platz 3. Ja, ist in Ordnung. Und dann nur 9 Sekunden dahinter. Oh, da gibt's echt Schlechteres, ne? Und dann noch ein schönes Überholmanöver drinne gehabt. Mal gucken, was es jetzt gibt. Och, geht doch nicht alle raus. Maldonado. Guter Fahrer, raus, schade. Algarve Motorsportstrecke, oh, das ist gut, das ist gut. S4. Ah, Königsegg, Königsegg. Nur mit 7 Mann. Schade. Dreieinhalbtausend Kilometer haben wir mittlerweile hinter uns. Hauaha. Die Leute tun mir echt leid, die jetzt den SLR nehmen müssen. Ah, Rentenmulch ist wieder back. Ups. Okay, wieder höchste Konzentration. Weil hier hast du es echt nötig, weil hier sind echt viele Bodenwellen. Vor allem musst du Kurven blind einfahren. So wie hier gerade. Oh, ein bisschen verschätzt. Also die Strecke musst du inhaliert haben und komplett auswendig können. Also ich mag die Strecke. Deswegen weiß ich schon mal ungefähr... Nein! Weiß ich ungefähr, wie es hier abgeht. Komm, gib Gas, Mann! Ja, übertreib's mal. Ja, gut, den Fehler mehr oder... Und... Oh. Okay, das mit Vollgas durch die letzte Kurve, das wird wahrscheinlich nichts. Ah.
bist du nur noch Passagier. Was? Das wird doch nicht abgekürzt. Der fährt diesen SLR GTR oder GT. Macht einen guten Job. Jetzt nicht voll Gas, sondern ein bisschen mit Piano. So. Obwohl, Vollgas könnte man eigentlich auch frühzeitig gegenlenken und dann Vollgas. Jetzt haben wir uns Abstand herausgefahren. Jetzt kann man das Ganze ein bisschen lockerer angehen. Ach komm, das war doch nicht abgekürzt, Mann. Es kommt wahrscheinlich einfach nur drauf an. Ja. Welche Geschwindigkeit du einfach die Abkürzung nimmst. Machst du das gleiche in S1? Passiert gar nichts. Oh, ficken, Mann! Was ist das denn? Oh, mein Gott. Das ist doch zum Kotzen, ey. So ein Abstand. Ja, und keine Abkürzung, ja, natürlich. Ja, und ich krieg die. Junge, fick dich einfach. Ja, und guck mal, was ist... Nee, komm, hör auf. Das ist doch unfair. Ich hab doch nie im Leben abgekürzt. Ja, Dick! Ach, das ist doch nicht wahr, Mann. Oh, Dick! Und dann gewinnt er noch, ne? Epic oder höchstwahrscheinlich. Ja. Na komm. Was für eine Abkürzungsparade hier. Ach komm. Ich riskiere mal die letzte Kurve. Okay. Och, Mann. Also das mit den das ist doch absolut lächerlich gewesen. Absolut lächerlich. Kein Kommentar. Verbessert das bloß in Grid Autosport. Ich verstehe, ja. Wenn du mit Vollspeed außen die Strecke noch mitnimmst, damit du maximale Speed hast, das ist eine Abkürzung. Aber nicht, wenn du da so ein bisschen da, ne,
Also teilweise bin ich sogar vom Gas gegangen, einfach nur stumpf neben der Straße so ein bisschen, zack, Abkürzung. Das ist nicht korrekt, Jungs. Das ist nicht korrekt. Ah, die Lobby wieder mal schön voll. Oh, 3,99er, 1,94er, wow. Alle vom selben Clan. Camaro Z hat der. Giulietta Golf, alles was anderes. Oder die wollen uns verarschen und wechseln jetzt die Karre. Nee. Machen auch viele. Kurz vor Schluss wechseln sie einfach das Auto, damit wir nicht die Chance haben, dasselbe zu nehmen. Weil die wissen, dass die Leute den High-Levelern abschauen. Hier ist auch nicht zu verübeln, ne? Man guckt ja gerne von den Besten ab. Also echt geile Karre. So ein Ding vor der Haustür stehen haben. Genauso. Richtig geil. Bin mal gespannt, was die Truppe da hinten zu leisten ist imstande. Oh ja, das ist das denn? Was sind das für Vollidioten, ey? Ja, guck mal, der eine ist schon Erster. So lächerlich, diese Idioten. Volle Karre in den, volle Kanne in den Mann rein. Vorne fährt ein Golf. Ich mit dem mit der Corvette. Ne, mit dem Camaro. Was war das denn jetzt? Ist aus dem Spiel gegangen. Der Mann hinter uns, der gibt auch richtig Gas. Hat dieselbe Karre wie wir. Und ist einfach mal schneller. Ach komm. Spanier, wa? Wusste gar nicht, dass sie zocken können. Zumindest sprengen wir mal das Trio. Zumindest bis jetzt.
mal knapp. Der hätte uns noch catchen können. Oh, so langsam waren wir gar nicht unterwegs. Na gut, 1,37,1, ey, das ist schon echt heftig. Mit demselben Wagen wie wir. 1,7 Sekunden schneller. So, ich würde mal sagen, das war's für diese Session. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch unterhalten. Ja, schaltet wieder ein, wenn es eine neue Folge Grid 2 gibt. Haut rein!